Macht's euch auch leck? Oh oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles Lecktote. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, schaut es euch an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, wir leben, Leute, wir leben. Mal jetzt gucken. Mal hier die Zeit gucken. Ne, kann ich nicht mehr. Zeit kann ich nicht sortieren anscheinend. Schade. Mal durchgucken. Was jetzt gestorben sind, seit ich online bin, Alter. Wir sind schon bei Seite 10 alle heute gestorben, seit ich online bin. In der Seite ein bisschen was über eine Stunde. Page 15, 16, 17, 18. Gott. Ah ja, warte mal, hier ist 22, das war gestern. Also wir haben gut 20 Seiten und auf einer Seite sind 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dann sind 500 Leute wahrscheinlich jetzt an dem Leck gestorben. Ja, schön, gut Blizzard. Gut gemacht, toll. Hier wird der Server nicht hingekriegt, der jetzt schon seit Tagen diese Lag-Spikes hat. Hat jetzt 500 Leute getötet. You guys should all try restarting router. Problem could be on your side, ja. Yeah. Das ist in solchen Situationen immer das Beste, den Chat zu lesen. Ja, ja, ich bin hier safe. I'm at a safe place, thank you. A good thing to be a rogue, ne? You can always stealth. Ja, bin gespannt, ob Blizzard irgendwas macht, aber Blizzard won't care, most likely. Hallo Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber heute gegen 11 Uhr gab es einen ersten massiven Lag-Spike auf dem WoW Hardcore-Server Stitches, auf dem EU-Server, wo anscheinend über 2000 Charaktere innerhalb von 10 Sekunden gestorben sind. Angaben sind aus dem Discord. Ich, in meinem Devlog habe ich so, ja, waren deutlich über 500 zuletzt dann gezählt, die gestorben sind. Ich bin bis 13 Uhr online gewesen noch. Die Lagspikes sind immer wieder gekommen. Bis 13 Uhr sind noch weitere dann gestorben. Habe es zum Schluss nicht mehr gezählt, aber es waren sehr viele. Und die Stimmung natürlich in den Foren im Ingame-Chat und sowas hochgekocht ohne Ende. Mich hat es zum Glück nicht erwischt. Jetzt ist es knapp 15 Uhr und es gab bisher kein Statement von Blizzard. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Statement von gestern, weil die Lag-Probleme ja schon seit Dienstag da sind, seit den Wartungsarbeiten. Und können hier kurz gemeinsam drüber gehen. Also das Statement ist hier vor 17 Stunden. Hi all, just a quick update before we head into the weekend. While we initially saw some improvements following last night's work and restart, things appear to have become progressively worse again and troubleshooting continues. Die Dinge sind schlimmer geworden, ja, kann ich bestätigen, sehr viel schlimmer, tausende Leute tot.
In terms of in-game messaging, it is being considered, though keep in mind not everyone is affected, and a generic message about potentially running into issues is already true at all times. Having warnings appear and disappear might simply create unrealistic expectations about when it's... Okay, also sie können in-game nichts sagen, weil sie nicht hier falsche Hoffnungen wecken wollen, wann es sicher ist und wann nicht. Jetzt wird's interessant. As for a rolling back or reviving dead characters, we have tried our best to be as clear as possible from the very start, but it's not something we'll consider, which remains the case. Also sie sagen, sie werden nichts machen, keine Rollbacks, die Charaktere nicht zurückholen. War zumindest die Aussage vor 17 Stunden. I understand losing characters to any technical issue is disappointing, but for purpose of keeping this thread useful for ongoing work to address the issue, please try to keep the discussion to currently experienced symptoms and thank you to those already contributing with this info. Also es wird jetzt nicht mehr sachlich bleiben, liebe Blizzard-Leute. Es haben so viele Leute ihre Charaktere verloren. Das gibt einen riesen Shitstorm. Stay safe for now and hopefully the underlying issue can be finally addressed soon. Ja, was soll man sagen? Wenn sie bei diesem... diese Haltung bleiben, dann haben sie vielleicht gerade zumindest Stitches gekillt, weil wahrscheinlich viele Leute nicht mehr zurückkommen werden nach dem Kack. Kann ich auch verstehen, würde ich wahrscheinlich auch nicht. Ich hoffe, eure Charaktere sind noch safe. Vielleicht skippt ihr das Wochenende einfach mit Spielen, ist glaube ich sicherer. Und man schaut Montag wieder rein. Ich sage euch danke fürs Zuschauen und trotzdem ein schönes Wochenende. Macht's gut. Thank you.